Hallo zusammen. Ja, mein Fehler, hätte ich mir eigentlich denken können, dass die Rückfrage relativ zügig kommt. Ich habe ja hier einen Twizy, der, ja, sagen wir mal, aufgegeben wurde, weil die Werkstatt einfach nicht mehr weitergefunden hat und jetzt einen Akku bestellen wollte auf Kosten des Kunden, um den Fehler weiterzusuchen. Ich habe mir den Akku jetzt hier mal zur Brust genommen und zeige ihn euch jetzt mal. Das ist also der Akku. Wie man den Deckel runterbringt, habe ich euch ja schon in anderen Videos gezeigt, x-mal. Ich kann mal gucken, ob ich euch hier oder wo auch immer so einen Link dazu mache, wo wir die Akkus, diese Kattelakkus bauen. Da sieht man, wie so ein Akku aufgeschabt und zugeschabt wird. So. Ich habe jetzt einfach mal eins gemacht. Ich habe jetzt hier mal alles zugedeckt, dass man hier oben mal ein Messgerät drauflegen kann, dass da strommäßig nichts kommt und habe dann angefangen, als erstes mal das Relais zu überprüfen, ob das Relais eventuell verklebt ist, aber das Relais arbeitet ganz normal und habe dann mal weiter durchgeguckt und bin dann irgendwo an diesem Teil hier hängen geblieben und dieses Teil ist normalerweise hier drin und es handelt sich um eine 50 Ampere Sicherung, die, wie ihr hier sehen könnt, ja, sagen wir mal, nicht mehr die allerbeste ist. So, interessant ist jetzt, warum ist das passiert? Denn das ist meines Wissens nach der Bereich, wo der Twizy geladen wird. Und die Fehleraussage des Twizy-Besitzers ist, er ist mit dem Twizy gefahren. Auf einmal kam die rote Stoppleuchte und ja, dann ist er stehen geblieben, wollten wieder einschalten und dann waren nur noch die zwei Striche im Display. Jetzt frage ich mich, wo fließt beim Fahren des Twizy Strom über dieses Ladekabel? Weiß ich wirklich nicht. Kommt da was über die Reku oder wie auch immer? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal drei neue Sicherungen bestellt und werde jetzt mal die Variante verwenden, die von vielen Berufsbedenkenträgern nicht so gern gesehen wird. Ich werde die Sicherung schlicht und ergreifend einmal austauschen und ja, dann einfach mal gucken, was passiert. Ja, ich weiß, so eine Sicherung brennt normalerweise nicht von ganz alleine durch, sondern es hat im Regelfall irgendeinen Grund, warum so eine Sicherung durchbrennt. Aber ich sag mal, die Lebenserfahrung zeigt, dass 70%, 80% der Sicherungen, die kaputt gegangen sind, wenn man sie ersetzt hat, einfach danach völlig problemlos weitergelaufen sind und vielleicht 10 oder 20% tatsächlich irgendeinen, ja, Grund oder Schaden hatten, der das Durchbrennen der Sicherung verursacht hat. Jetzt gucken wir mal, ich bin gespannt, wenn die Sicherung kommt, dann gehen wir hier weiter auf Fehlersuche. Bis zum nächsten Video. Tschüss.